Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir befinden uns hier in Weißlauf auf dem Marktplatz. Es ist des Nächtens und schauen wir doch mal, was wir denn so für eine Quest noch machen könnten. Ich nehme zuerst mal hier so eine Verschiedenes. Wie finden wir es damit? Finde das Schwert des roten Ordles. Nee, das ist ein bisschen zu weit weg. Also das nehmen wir schon mal nicht. Irgendwas, was vielleicht näher ist. Das zum Beispiel ist genauso weit weg. Super. Besuche den Schrein von Asura, der ist genauso weit weg. Mammutstoßzahn ist noch ein bisschen zu hart. Der wäre doch machbar, glaube ich. Ja, der ist doch nicht so weit entfernt von Weißlauf. Würde ich sagen, porten wir uns zum westlichen Wachturm und gehen von dort aus zu der Höhle Redorans Zuflucht, weil sich dort scheinbar ein Bandit niedergelassen hat. Davon haben wir noch den Kopfgeldbrief, den wir, ich glaube, in Weißlauf bekommen haben. Im Namen von Balgruuf der Ältere, bla bla, Redorans Zuflucht, genau. Das machen wir jetzt, das ist jetzt unser Ziel hier, der westliche Wachturm. Dort, wo der Drache angegriffen hat, hier sieht man es noch so ein bisschen, dass der Drache da angegriffen hat. Was haben wir denn hier? Schönes Blumen. Und außerdem noch ein paar Schmetterlinge, die nehmen wir ebenfalls mit. Scheiße. So, das eine war ein Glühwürmchen, das war gar kein Schmetterling. Ich finde es ganz witzig, dass man Schmetterlinge einsammeln kann. Und da vorne haben wir irgendwie noch eine Riesenburg. Was liegt denn hier am Baumfall? Da vorne haben wir irgendwie noch eine Riesenburg. Und da läuft irgendein Typ rum. Und hier rechts ist ein zerstörtes Haus. Interessant. Sind das jetzt Banditen oder? Nee, das sieht mir eher aus nach. Wer seid ihr denn? Hallo! Geht! Sofort! Statthalter der Talmor. Ich bin ein Statthalter der Talmor in wichtigen Angelegenheiten, in die ihr euch einmischt. Wir sind Sondergesandte des Altmeri-Bundes, der rechtmäßigen Herrscher von Tamriel. Wenn ihr wollt, dann kann ich euch zeigen, warum. Wenn ihr schlau seid, dann geht ihr. Okay. Aha, sehr interessant. Ich habe doch hier irgendwo am Wegrand. Alter, was gesehen? Das nehmen wir mal mit. Was haben wir denn hier für ein interessantes Haus? Das so zerstört ist hier. Oh, hier gibt's leider gar nichts. Das ist schon mal eine Truhe unten drunter. Tatsächlich. Ah, die sieht man ja kaum. Warum steht da nicht, dass die leer ist, wenn ich die durchsuche? Warum kommt die noch, wenn ich da hin zeige? Naja, egal. Hier wäre sogar ein Bett, aber hier will ich jetzt nicht mehr pennen, so an für sich. War das jetzt der Talmor? Sind die jetzt da in der großen Festung, oder? Nicht, dass wir da jetzt reinlaufen und da kommen Horden von bösen Kreaturen auf uns zu, die uns töten wollen. Das wäre nicht so schön. Aber gut. Werden wir sehen. Oder wisst ihr was? Wir erkunden hat einfach nur mal. Festung Raumor. Ja, da oben ist auf jeden Fall irgendwer und ich glaube, der will uns auch angreifen oder wollte das. Lydia, komm schnell, bevor die uns angreifen. Das ist nicht der Plan. Der Plan ist, nach Redorans Zuflucht zu wandern und dort den Anführer der Banditen erledigen, damit wir die wunderschöne Belohnung abgreifen können. Das ist momentan das Ziel. Und das wollen wir auch erreichen. Sieh mal an, hier kann man auch noch was entdecken. Machen wir mal so eine kleine Entdeckertour, denn da vorne, da ist so ein Aufenthaltsort der Riesen. Der Riesen und Mammuts. Die leben ja immer zusammen, die Riesen und die Mammuts. Und die haben immer solche kleinen Lager, sage ich mal. Solche kleine Aufenthaltsplätze, wo die sich paaren. Ich hoffe mal nicht, dass die Riesen sich jetzt mit den Mammuts paaren. Das haben wir irgendwann Riesenmammuts oder so. Ja, Mist. Aber anlegen tun wir uns mit denen definitiv noch nicht.
Hier will ich ganz gerne wieder hoch. Jawohl. Denn die sind noch ein bisschen zu stark für uns. Und da liegt momentan noch nicht mein Interesse, denen da zu nahe zu kommen. Auch den zwei Hübschen da nicht. Die würden uns zwar nicht angreifen. Ich glaube, die sind nicht aggro. Ne, die sind nicht aggro, sonst würden sie uns wahrscheinlich auch schon angreifen. Aber ich will ihnen trotzdem nicht zu nahe kommen, sondern die erstmal, naja, links liegen lassen und irgendwann später dann erledigen. Erkundet haben wir das Gebiet ja jetzt schon, beziehungsweise ihren Treffpunkt da. Ihre kleine Gemeinschaft. Dann werden wir die ja definitiv wiederfinden. Und wir kommen Redorans Zuflucht immer näher, auch wenn wir komplett abseits der Wege gehen. Aber das macht ja nichts. Wir haben es ja gefunden. Sieh meine an, hier haben wir noch ein paar Blumen, die stecken wir mal ein, um irgendwann damit schöne Tränke zu brauen. Und hier ist sie, Redorans Zuflucht. Moment, wir gehen hier mal außen rum. Da ist sie, Redorans Zuflucht, haben wir entdeckt. Und ich würde auch sagen, wir gehen da auch direkt mal rein, speichern vorher noch, obwohl der speichert ja normalerweise, wenn man irgendeinen Dungeon betritt. Ist jetzt aber wurscht. Wir gehen einfach mal rein und gucken uns an, was so abgeht und wer hier denn so rumtummelt. Aber sehr wahrscheinlich werden das stinknormale Banditen sein, denke ich jetzt zumindest mal. Ist im Normalfall nämlich so. So, Apfel können wir mitnehmen, die sind noch ein bisschen was wert. Karotte nicht, das bleibt hier. Wie gesagt, Karotte bleibt hier. Aber die ganzen Pilze nehmen wir mit. Aus denen kann man sich zwar nicht wie in Minecraft so eine wunderbare Pilzsuppe machen, obwohl das kann man hier bestimmt auch, aber keine, die so sinnvoll und nützlich ist wie die aus Minecraft. Aber mitnehmen tun wir die trotzdem. Denn Tränke kann man daraus herstellen. Und, wow, what the fuck? Da ist schon ein Hund und Lydia erledigt den einfach mal, die Asien. Damit haben wir unsere Schießkunst verbessert. Und den Kerl ausgeschaltet. Aber leider haben wir keinen Seelenstein, der groß genug ist. Wir haben den Kollegen zwar innerhalb von 5 Sekunden gekillt, aber keinen passenden Seelenstein, beziehungsweise wir haben ja gar keinen Seelenstein dabei, außer der, der schon voll ist. Wir hatten ja im letzten Part über den Bogen gesprochen, mit dem wir Seelen einfangen können. Durch den Skill, sag ich mal, der drauf ist, auf dem Bogen. So, Gold. Petzold, wir nehmen einfach mal alles mit. Würde ich sagen, genauso wie das Salz. Die roten Äpfel auch. Was haben wir hier drin? Scheiße, Mehlsack, egal. Ist zwar nichts wert, der Mehlsack. Der wiegt aber auch nichts. So, mal gucken, was in der Truhe drin ist. Oh, sehr schön. Oh, ein makelloser Granatstein. Nice. Und noch ein Zaubertrank der Heilung. Also, das hat sich mal gelohnt, würde ich doch mal glatt behaupten. Diese Truhe hier gerade. Awesome. Das war nice. So, dann gehen wir mal weiter und gucken, was diese Höhle noch für uns bereithält. Ich höre doch hier schon irgendwen rumschleichen. Was ist das hier für ein Seil? Ich dachte schon, hier wäre irgendeine Falle. Ich schleiche übrigens mal ein bisschen, weil das sollte ja eigentlich den Schleichen-Skill skillen in die Höhe treiben. Oh, da vorne ist schon der Anführer von Redorans Zuflucht. Was war das? Wow, du bist vielleicht ein bisschen zu nah. Da wechseln wir auf bebänderter Eisenschild und den Stahlstreitkolben. Ich komme da, Mist. Bin leider nicht mehr rechtzeitig zum Blocken gekommen. Ich will jetzt nicht mehr, schleicht der immer noch darum. Alter, der Kollege macht hart Damage. Das gefällt mir nicht so. Und da müssen wir jetzt kräftig in die Zaubertrankkiste greifen. Nur wegen diesem Banditenanführer. Aber jetzt hat er das Zeitliche gesegnet. Eisenstreitaxt der Glut. Steckt das Ziel für 5 Schadenspunkte in Brand. Brennende Ziele erleiden zusätzlichen Schaden. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Mal gucken. Gold, Stahlrüstung. Die haben wir, glaube ich, auch. Nordstahl, Panzerhandschuhe, Stahlstulpenstiefel und einen Stahldolch. Ganz schön viel Stahl dabei, der Kollege. So, hier der Ork, den räumen wir natürlich auch aus. Stahl, Kriegshammer und sonstiges Zeug. So, was haben wir denn hier? Das Bier nehmen wir mal mit. Bier kann man immer gut verkaufen. Ziegebein. Ein Mana-Trank.
Hier ist sonst nichts mehr, aber da sind noch ein paar Pilze. Auch die nehmen wir mit für die Alchemie. Oh, was haben wir denn da? Schleifen verbessert, sehr schön. Ein Buch, das uns mal wieder ein Skill verbessert hat. Und diesmal war es Schleichen. Bevor wir die Truhe da looten, gucke ich mir zuerst noch die einzelnen Fässer an. Mehlsack darin da bleiben. Kartoffel ebenfalls. Nochmal Mehlsack. Kohl, den können wir mitnehmen. Der ist wenigstens ein Gold wert, glaube ich, wenn man den verkauft. Aber sonst auch nicht. So, hier ist die Truhe. Hui. Die Bärenfalle kann man entweder so aktivieren, wie ich es jetzt mache. Zack. Oder auch mit einem Bogen. Das geht auch. In die Mitte schießen und dürfte das eigentlich gehen. Eisenbarren, sehr schön zum Schmieden. Gold 66, Rolle des Feuersturms. Die ist einiges wert. Eine auf den Zaubernden zentrierte Feuerexplosion, die 75 Schadenspunkte verursacht. Nähere Ziele erleiden höheren Schaden. Eine Schatzkarte. Hoppala. Pelzschild des starken Blockens. Das ist doch schon mal nett. Und ein Stab der Funken. Wir tragen mal wieder zu viel. Also, Lydia. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Genau, und das musst du jetzt auch tun. Also gebe ich dir irgendeinen Bullshit. Und damit, das reicht auch schon. So, und jetzt gucken wir erstmal, was denn mit den Waffen ist. Wir haben hier nämlich bekommen die Eisenstreitaxt der Glut. Die ist nicht besser. Also zusammen mit dem Bonus, den sie hat, ist sie zwar besser, aber der Stahlkriegshammer hier, der ist besser. Der hat macht 23 Schaden. Auch wenn, ja, die macht eben 18 Schaden plus 5, das sind auch 23. Und brennende Gegner, die allein dann nochmal zusätzlichen Schaden. Also wenn ich mich nicht ganz irre, ist die hier die beste, also die beste Zweihandwaffe, die wir haben. Deswegen legen wir die an, verkaufen unseren Eisenkriegshammer, den mache ich auch aus den Favoriten raus, und den Stahlkriegshammer, den wir hier bekommen haben, ebenfalls. Aber für die Einhandwaffe haben wir nichts Besseres gefunden, ne? Das, ne, alles klar. Ja, bei Bekleidung können wir gerade nochmal gucken, denn ich glaube, ne, das Pelzschild nicht. Ne, das Eisenschild ist ja schon wesentlich besser. Aber die Stahlstulpenstiefel, achso, wir haben auch schon welche so an. Ne, die heißen zwar anders, aber sind genau dieselben quasi. Ja, Silberring auch nicht. Die vielleicht, die Armschienen, die sind definitiv besser. Also legen wir die an, damit neue Armschienen gefunden, meine Damen und Herren. Sind ab sofort 5 Rüstungspunkte besser geschützt. Gegen den Feind. Sehr schön. Achso, was wir auch mal noch machen könnten. Ich könnte mal... Moment, wo sind wir bei Zaubertränke? Den hier ebenfalls zu den Favoriten hinzufügen. Dass wir auch den mal einnehmen. Und nicht nur die immer nur die normalen kleinen Heiltränke. Sondern zuerst mal die selbst erstellten, die selbst gemixten mal loswerden. So, auf nach Himmelsrand. Wir haben jetzt noch 2 Minuten in diesem Part circa. Ich würde einfach mal sagen, wir benutzen diese 2 Minuten, um hier erstmal die Bergblumen einzusammeln. So, wir nutzen diese 2 Minuten, um uns hier noch ein bisschen umzuschauen. Und hier noch ein bisschen was zu entdecken. Guck mal, da hinten rennt ein Mammut. Davon auch, hier sind einige Mammuts. Denn mein Kompass zeigt doch noch ein bisschen was an. Und eigentlich könnten wir uns das doch gerade schon mal entdecken, damit wir das nicht später irgendwann tun müssen. Da vorne ist auch noch irgendwas, zeigt der Kompass an. Aber hier ist jetzt was ganz in der Nähe. Ja, da oben sieht man es auch schon. Diese 3 Steine da auf dem Berg. Oder was heißt Berg? Auf diesem Hügel. Schauen wir mal, was das denn Schönes ist hier. Scheinen 2 Dinge zu sein. Ist das eine dieser alten Ruinen? Ja, Lydia gibt auch einen Kommentar ab. Das ist das Staubmannsgrab hier scheinbar. Und hier lag doch gerade irgendwas. Und direkt nebendran... Ah ja, tatsächlich, sieh mal an hier. Ui. Was ist das denn? Das gucken wir uns doch mal genauer an. Allerdings, meine Damen und Herren, erst im nächsten Part. Das war's erstmal wieder mit Let's Play Skyrim. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.